Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir gehen jetzt mal alle wie Linken schön schick 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 und jetzt gehen wir machen. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist Ihre Aufgabe. Sie haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Alter Schwede, jetzt geht's ab, Leute. Das wird ein Spaß, glaube ich. Das könnte ein Spaß werden, wenn wir da drin sind. Aber wie dämlich kann man sein, die Flasche schon aufzumachen? Wie kann man so dämlich sein, Leute? Wie kann man so dämlich sein? Alter, wenn die wüssten, wer hier gerade hier rumläuft, Leute. Alter, jetzt tun wir die Leibwächter.
Ja, trink schön, trink schön. So, jetzt müssen wir noch den letzten noch einen Trink spendieren. Und dann ziehen die. Ich bringe mir umgeben, als er eine verlorene Flasche. Gott, was soll ich den anderen Brüdern sagen? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Denn man weiß, dass das Einzige ist, das Aranunien geblieben ist. Draußen mitten in der Nacht den Bettlaken gehört. Oh, zum Alter. Hey, gut, das ist eine Arbeit. Noch nicht viel gearbeitet und gleich eine Pause machen. Aber wir müssen eine kleine Pause machen, Leute. Da wir ja die. Ah, jetzt geht's gleich los, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der Manager da ist schon ein bisschen angetrunken. Allerman Kim meint gar nichts. Das ist jetzt ein großes Problem, Leute. Okay, Alter, jetzt gehen wir zu Olivia. Alter, machen wir das jetzt einfach ganz. Boah, schnell laufen können wir echt nicht alle. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht. Leute. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Finna hat den Weißwasch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich. Willst du dir so gern zeigen? Alles ist verbunden, weißt du? Wow, ah, das ist doch eine Party jetzt. Gern doch. Verdammt, Donovan. Die Leute gehen echt voll ab. Oh ja. Jetzt stimmt was nicht. Bring dich hier raus, sofort. Ja. Mit zusätzlichen Männern an der Vordertür und hinten. Kann ich dir ohne eine Erlaubnis machen. Soll ich dir gestern was sagen? Was? Du hast dir doch gesehen, wie wir gerade vor der Kasse. Ziemlich hart rangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihm das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimm wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Große. Zeit für einen Spaziergang. Du kannst es nicht! Jemand muss
Ah, Mist, dämlich, dämlich. Ah, ich glaube, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, Alter. Ein kleiner Mini-Fehler, ein bisschen. Aber war gut geplant. Okay, dass du eine Waffe, Alter, eine Waffe so zufällig durchliegt, Alter Schwede. Auch nicht schlecht, ah, Mann. Okay. Okay, du wärst halt gut gewesen, aber ich bin doch nicht in den Raum gekommen. Vielleicht kommt man jetzt in den Raum, ja. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihm das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hin. Oh Mann. Alter Schwede. So. Alter, das ist schon heftig, wenn man sowas gesagt bekommt.
Ah. Also, ich sag's nicht nochmal. Du überschreibst uns jetzt das Land, ja? Oder ich schwöre dir. Ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Ich werde gar nichts unterschreiben. Alter, was geht denn hier ab? Alter Schwede. So, jetzt sind alle. Was habe ich da gerade gehört? Ja. Werden wir gleich sehen, ob du oder ich sterbe. Es sieht doch so aus, dass du stirbst, dich. Alter Mann, lass doch die Leute in Ruhe. Spur von ihm.
sehe raus, aber wir müssen schnell machen. Bakano schickt bestimmt noch mehr Leute. Okay. Ich muss in meinem eigenen Wagen hätte. Ich muss hier irgendwo stehen. Das ist keine gute Idee. Lass mich raus, verdammt! Was glaubst du, wie lange du da draußen überlebst? Makano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Er hat mir die Hand gebrochen! Ich weiß. Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. Miss Makano, ich bringe Ihnen das Frühstück. Dann lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Und etwas Sonne kann auch nicht schaden. Schon besser. Sie behaupten also, dass Lincoln Clay Mrs. Makano nicht umgebracht hat? Er hat Frauen nur umgelegt, wenn es gar nicht anders ging. Fällt mir sehr schwer, das zu... Ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.